Hallo zusammen. Weiter geht's mit Call of Cthulhu. Nee. So, Lord Game. Letzter Speicherpunkt war ja Riverside Institute. Es geht ja jetzt darum, die Dr. Colden zu retten. Naja, mal gucken. Ich bin gespannt. So, da sind wir wieder. Der Ladebalken ist weg. Und tja, jetzt müssen wir den Weg hier rausfinden irgendwie. Aber so richtig habe ich das noch nicht gefunden. Also, wir wissen ja schon, dass die Laternen irgendwas zu bedeuten haben, das wissen wir ja. What was that? It's as if I'd been transported somewhere else. Da ist die andere Laterne. So. Jetzt könnten wir hier interagieren. Da. Dann hatten wir hier was gefunden. Und da war in dem Raum hier noch was? Oder auch nicht? Dr. Colden. Hier geht's zurück. Wir nehmen noch mal die andere Laterne. Da war doch halt. Nee, da war nichts. Denn da war doch auch noch was in dem Raum hinten. Das hatten wir ja gesehen. Hier war das, da. Where have I seen this symbol? Müssen wir eventuell da. Mit der anderen Lampe wieder. Nee. Nehmen wir nochmal die andere Lampe.
Das ist es nicht. Ich krieg gerade eine tierische Gänsehaut. Steht hier wieder eine Lampe irgendwo? Nee. Da gehen wir wieder zurück. Man soll die Lampe heller machen. Ich gehe nochmal durch das andere durch. Aha. Ah. Das Büro von Dr. Colden. Nee, das ist es nicht. Sehr seltsam.
Tja. Ich stehe mal wieder auf dem Schlauch. Ich nehme nur die andere Laterne. War ja klar. Also das Licht darf nicht ausgehen. Da sollen wir rein. Wir müssen wahrscheinlich das nächste Symbol hier finden, würde ich mal sagen. Ich würde mal sagen, ich stoppe hier mal die Aufnahme. Und wir gucken in der nächsten Woche weiter. Denn ich komme hier jetzt so nicht weiter. Ich muss da nochmal ein bisschen drüber nachdenken, über diese Symbole. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir wissen auf jeden Fall jetzt, dass das Licht nicht ausgehen darf. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann denke ich mal, werden wir das Rätsel hoffentlich lösen. Bis dann. Tschüss.